Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und heute spiele ich eine Runde Aram. Und ich habe Draven bekommen. Und jetzt muss ich mir erstmal kurz die Fähigkeiten durchlesen, da ich Draven noch nie gespielt habe. Na gut, Skelett, zweimal die Q und einmal die E. Ich hoffe, das ist richtig. Also immer versuchen, die Axt zu fangen. Ja, ich glaube, ich hätte doch zweimal das E hochskillen sollen. Sollte ich langsam mal den ersten Halt nutzen. Besser wird es nicht. So, dann mal der nächsten. Jetzt einmal das Lauftempo skillen. Doppeltötung von Nidalee, schön. Dreifach! Sonnerlittchen. Jetzt geht's aber los hier. So, den haben wir auch. Mensch, das läuft ja 7 zu 1. Doch sehr mana intensiv, muss ich sagen. So, den haben wir doch auch noch. Lieber erstmal ein Stück zurück. Und jetzt erstmal ein bisschen Mana sparen. Ah, die Ulti. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach einem ADC, den ich entscheiden kann. So, den haben wir auf jeden Fall auch wieder. Bewundern wir mich ein wenig. Ah, da möchte ich gleich mal die Ulti einsetzen, ja?
aktuellen drei Spieler eine Doppeltöte. Na gut, lassen wir mal Shaco. Auch wenn ich das Mana gut gebrauchen könnte, aber jetzt soll ich nicht leben. Okay, jetzt sollte ich aber weg. Mann, 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 bin ich gut. Ich krieg mal auch noch. Jawohl. Da kann man mal echt nicht meckern. 5:0. Und wie gesagt, ich spiele ihn das erste Mal. Also ist nicht wirklich schwer. Ist halt aber auch nur ein Aram. Im Normal Game kann es natürlich ganz anders aussehen. Insgesamt auch schon eine betrachtliche 21:4 Führung. Ich glaube, mit meiner Ulti habe ich bis jetzt noch keinen Kill geholt. Aber kann ja noch kommen. Oh. Bisschen die Maus verrutscht. Habe Äxte, suche Opfer. So, tanken möchte ich natürlich nicht. So, geht ja ganz gut ab hier.
Jawohl, auch noch. Ja, 8:0. Nee, noch mehr will ich nicht riskieren. Genug Schaden gekriegt. Wer hat hier Schmerzen? Obwohl ich ihn ja gerne geholt hätte. Getroffen. Wer hat hier Schmerzen? Ah, schade, Blitz. Doch noch weggekommen. Oh oh. Ja. Jetzt wurde ich mal terminiert. Blutrausch. So, da können wir uns aber gleich die Beinschütze holen. Klinge der Unendlichkeit. Stich. Boah, ich denke, das reicht fürs Erste. Dann noch den Phantomtänzer. Ah. Handschuhe des Schlechters kann ich mir auch noch direkt holen. Schlägers natürlich nicht Schlechters. Direkt holen. Viele mögen den Aram-Mod leider nicht, aber ich spiele es doch zwischendurch immer mal ganz gerne. Ein bisschen Abklingzeit verringern wäre vielleicht nicht schlecht. Weiter. Oh, du sagst voll getroffen. Jetzt muss man natürlich schon wieder auf Vasallen warten. Aber mal den ersten Tower hier wieder machen. Das werde ich nicht überleben. Nein. Jetzt habe ich mal zu viel gerollt. So, Blutklinge. Und jetzt weiter auf Phantomtänzer.
42 zu 13, das ist natürlich schon krass. Bei diesen 42 Toten war ich tatsächlich an 37 schon beteiligt. Ist ja mal gar nicht so schlecht. Ja. Das ist meine. Subtil? Ich bin nicht subtil. Ah, wieder nicht ganz. Ja, das hat er gut gemacht. Oh, reicht schon bald für einen Phantomtänzer. Ah, die beiden hätten mir noch von meinem Penta gefehlt. Schade. Oh. Das Laufen kann man ja auch mal aktivieren, um schnell hinzukommen. Mache ich mit Blitzcrank auch immer ganz gerne. So, und schon ist die Abklingzeit wieder abgelaufen. So, jetzt können wir auch den Inhibitor legen. So, und Ass. Power auch noch. Ich denke mal, das hat sich jetzt schon direkt erledigt. Naja, dann holen wir mal den Win. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut doch mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.